USP mit CD, eine kleine Spende wäre auch okay und ich hoffe, es tut ihren Geldbeutel nicht weh. Nee, das noch nicht. Es wird gut angenommen. Die kommen sofort her und wollen die CD halt haben. Die wollen alle die CD haben, weil das liegt ja überall auch aus, kostenlos. Und dann sagen sie auch immer, ja wie, das ist ja kostenlos. Und ja, dann erkläre ich das dann halt. Und dann sind sie auch überrascht und sagen, oh komm, 1,50 Euro ist okay, mach mal. Ja. Machst du selber auch Musik? Ich mach Musik, ja. Willst du auch mal auf den P-Sampler dann raufkommen? Vielleicht mal. Ich habe mir schon überlegt, also über Darmstadt. Ich bin kein gebürtiger Darmstädter, aber trotzdem ist so meine Heimat hier. Und ich habe mir schon überlegt, mal nächstes Jahr vielleicht mal irgendwie was zu starten. Ja. Also ich mache ja auch mit in der Dichterschlacht und Poetry Slam habe ich schon mitgemacht. Und was hat es mit den Bonbons auf sich? Ja, es sind halt auch viele Kunden, die Kinder haben und dann gucken die immer so, oh, die Mama oder der Papa kauft eine CD und was habe ich? Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht ein Bonbon dann für jeden oder so. Kennst du auch die anderen Leute, die verteilen? Oder die kenne ich zum größten Teil, ja. Also die Hälfte kenne ich auf jeden Fall. Ja. Was haben die für Erfahrungen gemacht? Ja, so durchwachsen, weil die tun ja, glaube ich, auch also schnorren, betteln beziehungsweise. Und ich bin ja kein Schnorrer und Bettler. Die sind ja jeden Tag dort an den Plätzen, an den Plätzen. Und die versuchen halt erstmal nach Kleingeld zu fragen, glaube ich, und dann verkaufen sie die Zeitung. Ich tue ja nur die Zeitung verkaufen. Tschüss, viel Spaß beim Hören. Hallo. Cool. Gibt es da einen festen Preis für, oder? 1,50, kannst auch gerne mehr spenden, wenn du willst. Alles klar. Und ins Internet gehen, Feedback geben, was du davon hältst. Da ist auch ein Bericht darüber drin, über das Projekt. Okay, dankeschön. Du willst auch eins? Nee, ich lasse es erstmal erzählen. Aber nicht brennen, die CD, gell? Niemals, gibt niemand. Okay. Tschüss, viel Spaß beim Hören.